Warum macht man sowas? Okay, es gibt Marken wie Apple, die halten ein neues Handy geheim. Manchmal tauchen vorher Bilder im Internet auf und irgendwann stellen sie das neue iPhone halt vor. Normal. Und dann gibt's Google, die stellen ihre neuen Handys im Herbst vor und posten jetzt schon alles darüber. Es ist einfach sogar schon auf deren Website. Naja, gut, hier ist das Wichtigste über das Pixel 6 und Pixel 6 Pro. Google meint es ernst und das sieht man schon am neuen Design. Neben der Haupt- und Weitwinkelkamera sitzt in diesem Balken beim Pixel 6 Pro noch ein vierfach optischer Zoom. Die Farben der Geräte sind übrigens auch schon öffentlich. Das Pro ist ein bisschen größer, hat 0,3 Zoll mehr Bildschirm und 120 statt 90 Hertz. Soweit alles gut. Aber dieses Handy könnte für Apple zu einem richtigen Problem werden, weil Google verbaut jetzt einen eigenen Prozessor namens Tensor. Das klingt jetzt eher langweilig, ist aber eigentlich so interessant, dass ich nur darüber ein komplettes Video machen werde. Wenn du das und natürlich die neuen Handys, wenn sie rauskommen, sehen möchtest, dann ein Plus wegmachen.